Und weiter geht's. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Wie soll Deutschland die irreguläre Migration in den Griff bekommen? Dazu haben die FDP-Minister Lindner und Buschmann in einem Gastbeitrag der Welt am Sonntag konkrete Pläne vorgestellt. Die neue Migrationsrealpolitik sieht vor, dass Leistungen für Asylbewerber drastisch gesenkt werden, um die sogenannten Pull-Faktoren auszuschalten. Zitat: Es kommen zu viele Menschen nach Deutschland, die auf den Sozialstaat angewiesen sind. Die Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerber Aber Leistungsgesetz summierten sich im vergangenen Jahr auf rund 6,5 Milliarden Euro. Darüber wollen wir diskutieren im Duell des Tages. Bei uns im Studio sind der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor und der Fraktionsvizevorsitzende der Grünen Andreas Audretsch. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Es liegen also viele Vorschläge auf dem Tisch, die illegale und unkontrollierte Zuwanderung zu reduzieren. Kann die Kürzung der Sozialleistungen helfen, dass Asylbewerber Deutschland nicht mehr bevorzugt ansteuern oder in die nach den Dublin-Regeln zuständigen EU-Staaten weiterreisen? Herr Amthor, was sagen Sie? Ich würde sagen, ich habe aus der Koalition schon schlechtere Vorschläge gehört als jetzt diesen Vorschlag im Gastbeitrag von Christian Lindner und Marco Buschmann. Es ist in der Tat nämlich richtig, dass wir über ein Bündel von Maßnahmen reden müssen und dass wir auch darüber reden müssen, dass wir Pull-Faktoren, die unsere Sozialsicherungssysteme darstellen, reduzieren müssen. Und ich finde es auch richtig, dass insbesondere der Finanzminister hier auch die finanziellen Lasten adressiert, die sich mit der Migrationspolitik verbinden. Denn wir haben den schon eben gehörten Beitrag, Milliarden eben aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, aber auch weitere Milliarden Kosten für Bürgergeld beziehende Flüchtlinge in Deutschland. Und diese Kosten müssen runter, sonst können wir uns unseren Sozialstaat so nicht mehr leisten. Herr Audretsch, wie schmeckt das den Grünen? Ich stimme mit einer Sache sehr überein, die der Finanzminister gesagt hat, nämlich, dass wir eine Realpolitik brauchen, eine pragmatische Politik, eine Politik, die auf Lösungen zielt. Und das, was Friedrich Merz immer wieder tut, ist ehrlich gesagt das Gegenteil. Es ist nicht pragmatisch und es ist auch nicht konstruktiv, zum Beispiel Menschen aus der Ukraine Sozialtourismus vorzuwerfen. Ach, das ist auch ein alter Schuh. Es ist auch nicht pragmatisch und es ist auch nicht konstruktiv, zum Beispiel die Frage ins Feld zu führen, ob wir uns wieder an Thilo Sarrazin orientieren sollten. Das sind alles Nebelkerzen, also, das ist alles der Versuch, rhetorische Eskalation ins Feld zu führen. Ich sage Ihnen, was pragmatisch ist, was man tun sollte. Das ist zum einen, die Kommunen so auszustatten, finanziell so auszustatten, dass sie in Infrastruktur investieren können, dass sie in Kitas investieren können, dass sie in Schulen investieren können. Da ist die MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November. Da erwarte ich mir dann entsprechende Beschlüsse. Das zweite ist, Menschen in Arbeit zu bringen, wenn sie die Arbeit haben, tragen sie etwas bei. Das hilft auch der Wirtschaft, die händeringend um Fachkräfte sucht. Und das Dritte ist, Migrationsabkommen abzuschließen. Weil wir müssen ja dafür sorgen, dass Menschen die Reise, die gefährliche, die tödliche Reise übers Mittelmeer erst gar nicht antreten. Ja. Friedrich Merz eskaliert rhetorisch. Herr Audretsch, wir suchen pragmatische Lösungen. Das ist der Unterschied. Also der Bundeskanzler, der würde, glaube ich, seine Stirn jetzt in große Falten legen, wenn er Ihnen zugehört hat. Denn Sie sind doch der leibhaftige Beweis mit diesem Diskussionsbeitrag, dass die Grünen keinerlei Bereitschaft haben, über einen Deutschlandpakt Migration und die notwendige Migrationswende in Deutschland zu reden. Sie arbeiten sich irgendwie ab an Interviews von Friedrich Merz, statt die Probleme im Land zu adressieren. Und wenn Sie sagen, Sie wollen die Kommunen vernünftig ausstatten, da kann ich nur sagen, die Menschen in diesem Land wollen nicht, dass hier immer mehr Geld von deutschen Steuerzahlern aufgewendet wird, um immer mehr Containerdörfer und Flüchtlingsunterbringungsstätten zu schaffen, sondern die Leute wollen, dass der Zuzug in unsere sozialen Sicherungssysteme begrenzt wird. Und ich will vor allem, Sie haben drei Punkte aufgemacht, auch das Thema, weil es diese Woche ja auch im Kabinett relevant sein wird, die Frage aufwerfen, wie ist es eigentlich mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt? Schon heute können in der Regel nach 3 Monaten Flüchtlinge, die zu uns kommen, arbeiten. Sie tun es aber nicht, weil das Bürgergeld und das Asylbewerberleistungsgesetz viel zu viel Anreize schaffen, nicht arbeiten zu gehen. Wir haben schon heute in unserem Land, und diese Zahl, die ist doch wirklich frappierend, wir haben über 400.000 arbeitsfähige Asylbewerber, die arbeiten könnten, teilweise einen gesicherten Status haben. 400.000 Flüchtlinge, die jeden Monat 400 Millionen Euro Bürgergeld für die deutschen Steuerzahler kosten. Das ist unseriös, dazu sagen, dass Sie das Problem lösen mit mehr Arbeitszugang. Das, was Sie tun, ist, Ihre Augen vor der Realität zu verschließen und in Allgemeinplätze auszuweichen. Nein, das sind wenn die Zahlen, die auf die Sie keine Antwort haben. Sie reden über Friedrich Merz, ich möchte über die Zahlen reden. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sind es 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine, die bei uns sind, die dort vor Krieg geflohen sind. Die nächstgroße Gruppe ist 79.000 aus
Syrien. Da sieht man die Größenordnungen, in denen wir reden. Wollen Sie sich dafür aussprechen, dass Menschen, die in der Ukraine vor dem Krieg fliehen, in Deutschland nicht mehr Zugang haben? Nein, das lasse ich mir von Ihnen auch nicht in den Mund legen. Das ist die ganz große Zahl von Menschen. Das ist Populismus, den Sie da betreiben. Das ist das, was in den Kommunen gerade als Problem aufschlägt. Und das ist ein Grund dafür. Sie vermengen das. Das lasse ich mir auch nicht. Das, was wir tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass in den Kommunen die Möglichkeit ist, das zu bewältigen. Und die Frage braucht es weniger Flüchtlinge. Und wir haben alle Sympathie für die Aufnahme von Asylsuchenden aus der Ukraine. Aber dann muss es doch klar sein, wenn 1 Million Ukrainer kommen, dann kann man nicht noch ungesteuert 300.000 Asylbewerber aus allen möglichen Armutsregionen dieser Welt holen in dieses Land. Und das ist das, dann reden wir, dass wir eine Einigkeit haben. Auch noch mal ein Punkt, über den wir da sprechen könnten, eben um halt die Migration in den Griff zu bekommen. Da ist ja nicht nur auch die Höhe der Zahlungen des Bürgergeldes spielt da ja auch eine Rolle, sondern die Form. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Bargeldzahlungen auch dazu geführt haben, dass Migranten teilweise das Geld zurück in die Heimatländer überwiesen haben oder dass Schlepperbanden damit bezahlt werden. Der neue Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, der sieht ja auch vor, dass flächendeckend Geldkarten eingesetzt werden. Ist das dann der Goldstandard, Herr Audretsch? Die Möglichkeit gibt es längst, die ist gesetzlich so geregelt, dass die Bundesländer schon sehr lange diese Möglichkeit haben. Sie haben es bislang nicht getan. Sie haben es bislang nicht getan, aus einem einzigen Grund. Weil mir die Kommunen sagen, dass es für sie eine große bürokratische Frage ist. Sie wollen keinen Bürokratieirrsinn in einer Situation, in der sie sich ohnehin mit ganz vielen Dingen befassen müssen. Und dann kommt noch was hinzu, im Sinne von rhetorischer Eskalation. Ein Vorschlag, ich habe mir das nochmal angeguckt bei Ihnen, ist ja dann Pflicht. Arbeit für Menschen. Genau. Das bedeutet, dass Kommunen Menschen planwirtschaftlich zuweisen müssen vor Ort. Die sollen dann, ich habe mal nachgeguckt bei Ihnen, die Gärten, die Parks pflegen, die sollen Schulen pflegen, Ähnliches. Das machen Gartenbaufirmen. Dafür gibt es Reinigungsfirmen. Man kann aber alle etwas diese tun, Fragen, wenn Millionen Moment, Sozialleistungen ja, Moment, vergeben aber werden. Die Frage ist ja, ob Sie planwirtschaftlich anfangen, mit einem riesen Bürokratieaufwand Menschen zu vermitteln, die dann reguläre Jobs vom Arbeitsmarkt verdrängen. Ein völlig absurder Vorschlag. Das ist das, was Sie wollen, weil Sie ideologisch getriebene, überbordende Vorschläge machen und sich nicht mehr konzentrieren auf das Lösen von Problemen in der Realität. Nein, Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Das ist der Ansatzpunkt. Pragmatische Lösungen, die tatsächlich helfen, die in den Kommunen Entlastung bringen, die dafür sorgen, dass in Kommunen das geleistet werden kann, was jetzt tatsächlich geleistet werden muss. Und Migrationsabkommen, die langfristige Perspektive so aufmachen, dass Menschen sich nicht auf den Weg machen müssen. Das ist doch das Ziel. Es ist doch eine schöne Nebelkerze. Sie reden über Asylabkommen sozusagen mit Drittstaaten. Das wollen Sie auch. Hätten Sie mal angefangen damit. Übrigens, als wir regiert haben, waren die Zahlen im Griff im Gegensatz zu dem, was wir jetzt erleben. Wir erleben im Moment bis zu 1.000 Flüchtlinge am Tag. Und bei Ihnen, das sieht man ja durch diese rhetorischen Nebelkerzen, die Sie hier werfen, keinerlei Veränderungsbereitschaft. Haben Sie gemerkt, dass in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen ist? Und ich bin in großer Sorge, wenn ich Ihre Politik höre, jetzt lassen Sie mich das ausführen, wenn ich Ihre Politik von grüner Ideologie in der Migrationspolitik ansehe und wenn ich sehe, wie die Menschen darauf reagieren, dann sind Sie im Moment eine echte Gefahr für die Akzeptanz des Asylrechts in Deutschland. Das ist ein Riesenproblem. Die Leute sind an den Grenzen des Verständnisses und es würde Ihnen doch gut zu Gesicht stehen, wenn Sie hier einfach mal klar sagen, wir haben zu viel illegale Migration nach Deutschland, die Zahlen müssen runter und dafür kommen die Grünen aus ihrer linken Ecke und das tun sie nicht. Ich hätte gerne mal einen pragmatischen Vorschlag, den Sie wirklich umsetzen wollen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Sie wollen Transitzonen an den deutschen Grenzen. Das heißt Schlagbäume nach Polen, das heißt Schlagbäume, große Gebäude. Nein, das heißt Einreise. Das heißt Menschen. Sie wollen, dass jemand mit dem Zauberwort Asyl nach Deutschland und in die sozialen Sicherungssysteme kommt. Das ist Ihre Vorstellung. Deswegen setzen wir europäisch an. Deswegen verhandeln wir auf europäischer Ebene. Ja, aber es funktioniert doch nicht. Das ist doch ein Placebo, was Frau Faeser da ausgehandelt hat. Gehen Sie mal in die Grenzregion. Fragen Sie mal im Saarland, fragen Sie mal, was in Bayern Richtung Schweiz passiert. Fragen Sie mal, was zum Beispiel Richtung Polen passiert. Die Menschen in den Grenzregionen wollen ein offenes Europa. Das, was Sie vorstellen. Herr Audretsch, Sie reden hier, als wären wir nicht in einer Migrationskrise. Und das gefährdet die Akzeptanz des Asylrechts. Das ist das Problem. Der Bundeskanzler hat sich aber auch für Abschiebungen im großen Stil ausgesprochen, Herr Audretsch. Das ist ja nun Ihr Chef sozusagen. Also ich habe den Eindruck, Sie haben die Medien nicht verfolgt die letzten Monate. Reden Sie mal mit der FDP, reden Sie mal mit der SPD. Und Sie agieren hier, als seien wir in einer Situation, wie vor irgendwie x Monaten. Die deutsche Volkswirtschaft ist wirklich an dem Rande
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, auch durch diese Sozialausgaben. Und Sie lernen nichts daraus. Das wird nicht funktionieren. Die Frage ist ja immer, ob es pragmatische Lösungen gibt. Und wir haben jetzt einen Vorschlag vorliegen, der jetzt ins Parlament gekommen ist. Den werden wir im Einzelnen prüfen. Da sind verfassungsrechtliche Fragen. 600 Abschiebungen, das löst gar nichts substanziell. Danke, dass Sie es gesagt haben. Das ist ein Vorstoß, der ist als Baustein wichtig von Seiten des Kanzlers gewesen. Wir prüfen die Einzelheiten dazu, was man dazu im Parlament noch verändern muss. Aber die Lösung wird kommen dann, wenn man zum einen im großen Blick mit Migrationsabkommen Ordnung in die internationalen Fragen bringt und wenn man gleichzeitig Menschen hier in Arbeit bringt, weil den Krieg in der Ukraine, die 1,1 Millionen Menschen, die von dort nach Deutschland gekommen sind, die wollen sie ja nicht ernsthaft nicht mehr in Deutschland haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, die sollen in den Osten der Ukraine zurück. Nein, das ist doch unseriös. Sie benutzen die Ukrainer, um ihre Armutsmigration aus Afrika zu rechtfertigen. Die Zahlen einmal an. Werden Sie mal seriös. 1,1 Millionen aus der Ukraine, die nächstgrößere Gruppe, 79.000 aus Syrien. Da hat übrigens auch Putin gebombt. Das heißt, auch dort ist ein Krieg. Das ist deswegen dort, was stehen passiert. Wir auch zu unserer humanitären Verantwortung. Exakt. Dann haben wir die größte Gruppe, 1,1 Millionen, die zweitgrößte Gruppe, 79.000. Damit müssen wir uns befassen. Das ist Realpolitik. Das ist pragmatisches Hinschauen, was passiert und ein Wahrnehmen der Realität, die wir weltweit haben. Sie verschließen die Augen und versuchen mit rhetorischer Eskalation eine Stimmung in Deutschland aufzuheizen, die wir dann wieder mühsam mit pragmatischen Lösungen in eine Lösungsschiene bringen. Aber es wird Ihnen nicht gelingen mit diesen kleinen Schritten und mit Ihrer grünen Ideologie. Das ist das, was ich Ihnen vorwerfe. Und das ist das, was auch eines Vorsitzenden einer christlich-demokratischen Union, Friedrich Merz, nicht würdig ist. Nicht rhetorisches Eskalieren, pragmatisches Lösen. Sie reden über Sprache, Sie reden über Sprache, wir reden über ein Lösen der Probleme in diesem Land. Und das ist der große Unterschied. Ihre grüne Ideologie, die macht die Rechtspopulisten stark. Und das ist doch das große Problem. Sie merken nicht, dass es für Ihre Ampelpolitik keine Akzeptanz mehr gibt. Wir reichen die Hand dazu. Ich habe noch keinen pragmatischen Vorschlag gehört von Ihnen. Wir haben übrigens, lesen Sie die Vorschläge, die Friedrich Merz dem Bundeskanzler übergeben hat. Ja, damit würden wir die Probleme lösen. Sie akzeptieren das. Und Herrn Buschmann, weil da sind wir jetzt so ein bisschen weggekommen. Die haben ja nun jetzt konkret vorgeschlagen, die Geldleistungen sollen runtergefahren werden. Es sollen für Flüchtlinge, die keine Chance auf Bleiberecht haben, da soll also gar nicht mehr so viel gezahlt werden. Und für die, die eigentlich ausreisen müssen, da sollen nur noch die Rückreisekosten bezahlt werden in andere EU-Staaten, wo sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Ist das nicht letzten Endes ein seriöser, realistischer Vorschlag? Herr Buschmann und Herr Lindner haben eine Sache sehr richtig gesagt, und das ist, dass das verfassungsrechtlich alles sauber sein muss. Und wir haben sehr detaillierte Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für den persönlichen Bedarf, für den Bedarf. Und der liegt übrigens deutlich tiefer als das, was wir im Bürgergeld zahlen. Das ist knapp über 400 Euro insgesamt. Und insofern ist die Idee, dass wir Flucht und Migration an der Stelle lösen können, absurd. Wenn Menschen im Osten der Ukraine vor Bomben fliehen, vor Bomben fliehen, dann ist nicht die Idee in dem Moment, wo ich die beste Parodontosebehandlung kriege. Wer so mit Krisen deutschlandweit umgeht, das ist die Union, die das macht, das ist nicht die Art und Weise, wie man realistisch und pragmatisch auf Fragen schaut, die sich in dieser Welt stellen. Ich finde, Sie bringen die Bundesregierung dadurch zum Scheitern. Und jetzt könnte ich, wenn ich zynisch wäre, als Oppositionspolitiker sagen, nur weiter mit dem grünen Irrsinnsritt in die ideologische Migrationspolitik. Machen Sie das, arbeiten Sie sich an Friedrich Merz ab, damit lösen Sie kein Problem dieser Welt. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie sollten die Zeichen der Zeit erkennen und sagen, es geht, wenn man überhaupt eine weitere Stärkung der Rechtspopulisten in diesem Land vermeiden will. Dann muss geht man Probleme es nur, lösen. Indem man Probleme löst, exakt. Indem Sie das zusammen mit der Union machen und nicht, indem Sie hier einen Popanz aufbauen Merz, und so tun, als seien alle Probleme aus irgendwelchen Gründen nicht möglich. Herr Merz hat Sie benutzen die NRW Ukrainer, um 100.000-fachen Asylmissbrauch aus Nordafrika zu rechtfertigen. Und das ist das erhebliche Problem. Sie tragen doch zu den echten Problemlösungen hier gar nichts bei. Und damit wird Ihre Regierung scheitern. Wenn Sie sich auf diesen ideologischen Standpunkt stellen, braucht es Neuwahlen in unserer Koalition immer Lösungen gefunden. Das zeichnet, glaube ich, auch Sie am haben Ende bisher kaum Lösungen gefunden. Deswegen stehen Sie auch da, wo Sie stehen und haben seit einem Jahr keine Mehrheiten mehr. Wir haben von Ihnen eine Situation geerbt, in der wir
massiv 16 abhängig Jahre waren, sind jetzt vor Weihnachts massiv abhängig waren von russischem Gas. Ach. Wir haben Deutschland durch diese Krise gebracht. Immer waren alle Fabriken am Laufen. Anders. Alle Wohnungen waren immer warm. Diese Koalition hat zu jeder Zeit Lösungen gefunden. Und ich sage Ihnen eins, sie wird auch in diesem Fall gute Lösungen finden. Viel Freude dem Bundeskanzler mit diesen Grünen. Vielen Dank für dieses TV-Duell am heutigen Tag, Herr Amthor und Herr Audretsch. Dankeschön.